Und jetzt starten wir mit unserer Einführungsrunde zu dem Grand Prix in Japan. Herzlich Hallo. willkommen zum Japan Grand Prix der 10. Saison Rennen aber die F1 Liga, die 5 Rotlichter gehen an. Wir gehen aus, aber nicht mehr unser Krön hier im strömenden Regen. Shotgun kommt eine Durchfahrtsstrafe. Das beginnt ja recht gut. Jetzt gegen Wind, guter Start für ihn. Aber Formel 1 Leon mit einem mega guten Start. Wir müssen nach vorne gucken. Hinter ihm direkt Holzhauer, aber auch Leo Saru mit einem guten Start. Ich will ganz ehrlich lieber nach hinten gucken, beziehungsweise im Mittelfeld. Da sieht alles gut aus. Bis auf das Game Charlie da ordentlich struggelt. Wir müssen nach vorne gucken. Gegen Finn ist durch. Leo Saru hat einen Platz gut gemacht gegen Pimjim. Und oh, Kevin angeschoben, der dreht sich raus. Unfall! Nee, es ist alles gut. Im strömenden Regen von außen hier gegen King Suzuka ist alles gut gegangen. Ich glaub's nicht. Alle haben ein bisschen Vorsicht geboten. Und so geht doch mal faires Racing. Alle fahren wie in der Schlange. Oh, und jetzt nebeneinander Holzhauer und Pimte, wenn ich das richtig sehe. Jawohl. Wer setzt sich durch? Da ist gelbe Flagge. Kannst du mal vielleicht gucken? Ich glaube, es ist Kev. Pimte bleibt erstmal vorne. Und jetzt wird der Jäger zum Gejagten. Kev hat die Session verlassen. Und da ist Tryhardbeast ist zwar weit draußen. Tryhardbeast, ja, der dreht sich hier. Tryhardbeast wird angeschoben von Norman Schneider. Das ist ein Massencrash. Massencrash hinten im Feld. Beide Haas-Piloten und der Toro Rosso. Wir haben Anfang der Woche noch einen Skandal erlebt und die beiden Haas-Piloten fahren jetzt in sich rein. Was ist das denn hier? Heute mal auch 10 Sekunden Strafe wegen Streckenbegrenzung. Das ist mal hart, wenn man 10 Sekunden bekommt. Und Finn verbremst sich. Das kann jetzt gut für Charlie sein. Ja, Charlie zieht hier vorbei. Von innen wieder vorbei an Finn zu. Das war easy für ihn. Den Schatten mitnehmen. Sieht ihr mal heute an, wie der sich da ranarbeitet an Osaru und Pimjin. Ja, es gibt Flag 2, bis hat die Session aufgegeben. Wir gucken mal, ob wir ihn erwischen. Bei Augenschleit vielleicht, da war zwei weiter hinter die bekommen auch 3 Sekunden. So, Charlie jetzt vorbei an dich. Hier, kurz vor der Schikane. Und Tridebeast dann mitten auf der Strecke. Und jetzt vorne Pimjim gegen Lösaru. Oh Gott, Pimjim weit draußen. Und Holzhauer zieht vorbei. Formula Racer und Leon zieht vorbei. Pimjim hat ordentlich Fans verloren, dass er da drin geblieben ist in der 130R. Jetzt besserer Ausgang für Pimte, Fragezeichen. Naja. Ja, Leon macht dazu nach außen. Also hat er keine Chance gehabt zu überholen. Schaut schnell um. Jo, die neben. Nee, ja, Switchback möglich. Geht da rein in die Kurve 16. Nee, bremst ab. Vielleicht einen besseren Ausgang. Vom Lois Leon an der Box. Und ich musste da komisch abkürzen. Ist es im Kies? What the heck? Und die Spieler entscheiden sich kurzzeitig an die Box zu gehen. Und das machen gerade relativ viele. Gehen jetzt auf Inters und ich würde sagen, die Strecke ist auch besser geworden. So, die ersten, ja doch, 2 bis 6 an der Box. Alle außer King Finn. Der denkt sich. Charlie setzt hier auf 2. Durch die Boxenstopp, genau, fährt weiter. Wer ist der Gewinner der Boxenstopp-Phase? Leo Saru hat mega viel Zeit gewonnen. Jetzt verändert sich unglaublich viel. Da ist das Battle. Oh, Wusi gegen Nick könnte jetzt spannend werden. Und Finn gegen Wusi. YouTube Finn wurde durchgereicht. Absolut. Und für Charlie, der ist keine große Konkurrenz, weil Finn war schon in der Box. Charlie noch nicht. Der muss noch stoppen. Genau. Deswegen. Und jetzt vielleicht Formula Racer Leon. Jawohl, er geht dafür. Dahinter direkt Holzhauer. Jetzt vielleicht Leo Saru. Na. Weg da zurück, unglaubliche Battles hier wieder. In dem regnerischen Japan, aber es klingt ein bisschen ab, muss ich sagen. Also der Regen wird weniger. Jetzt sogar Holzhauer neben Nick. Kurzzeitig und wirklich Rad an Rad. Jetzt Switchback für. Okay, die Ghost ein bisschen. Switchback für. Ja, unser Leo Saru. Ja, jawohl. Switchback für Leo Saru. Und Pimjim ist weit draußen. Aber kann sich halten. Und Jan geht auf dem Pimjim jetzt vorbei. Jan geht am Pimjim vorbei, dadurch, dass er auf dem Gras war. Also ich denke, dass Pimjim noch etwas mit der Kev Fieder im Kies. Kev er besucht zum 8. Mal das Kies gefühlt. Eieieiei. Der fährt da auch ein bisschen lang. Mal gucken, ob er aufgibt.
Leben. Ja, na, ziehen lassen zu Leo Saru. Finn gegen Charlie jetzt hier, fast Kollision von Friedesan. Bei? Wahrscheinlich nicht. Bei King Finn. Nee, er hat keinen Schaden. Bei der MKL ist er noch aber da. Jetzt wird hier knapp durch die 130er. Pullwärts gegen Intermediens. Der zieht hier durch. Beide liegen unglaublich stark auf der Strecke und er zieht vorbei. Das nicht zu trauen hier in der Führungsposition. Das muss mal einer wagen. Aber Finn denkt sich, warum nicht, Junge? Ich hab die besseren Reifen. Let's go, der Hase. Und jetzt geht auch Charlie an die Box. Ja, da kommt Finn immer mega doll ran, aber es reicht dann halt nicht. Und also kommt 3 Sekunden jetzt Nick mit dem Fehler. Nick mit dem Fehler und das kann die Chance sein. Nebeneinander. Zweite Kurve geschafft, aber jetzt Nick weiter vorne setzt sich durch und kämpft um den einen Punkt. Da vorne geht's hier ab, also ab, Iseru. Es regnet Zeitstrafen. Es regnet Zeitstrafen und das ist ja mal wirklich nicht normal. Und jetzt versucht's. Oh, jetzt noch mit der Dive, das erinnert mich an Ayrton Senna gegen Prost. Beide raus, diesmal nicht, aber das war mal ein sehr, sehr, sehr übermotivierte Dive-Bomb von Holzhauer. Wahrscheinlich der legendärste Move. Reicht es jetzt für Leo Saru in den Reihen zu gehen? Jawohl, es reicht für die erste Kurve. Nein, noch nicht. Jetzt ghosten sie wieder. Es ist alles irgendwie ein bisschen komisch mit dem Ghost, obwohl Ghosten aus. Aber jetzt ist Leo Saru vorbei, ohne dass Holzhauer irgendwas dagegen machen konnte. Na, jetzt kommt noch der Windschatten. Ein Slipstream ist ja, da. Der Slipstream auf jeden Fall krass aus. Finn am Struggeln. Oh, beide am Struggeln. Natürlich ohne ABS schwierig anzubremsen. Jetzt letzte Kurve nebeneinander. Was macht Finn denn da? Der fährt was gegen die Mauer. So, jetzt kommt der Slipstream von dem Ferrari zugute. Und er geht wieder vorbei. Ein unglaublich spannendes Battle um den letzten Punkt, der zu vergeben ist. Aber er rutscht. Oh, Nishmi kommt dabei raus. Also Pim Jim hier mit dem Undercut gegenüber alle anderen, mit dem roten, aber warte mal, es ist schlagartig trocken geworden. Es ist schlagartig trocken geworden. Es ach, ist die beste Codemasters Realismus kickt. Aber ja, aber Pim Jim lässt jetzt sogar Shotgun wieder ziehen, also er hat noch Probleme. Ich würde jetzt noch nicht eine Box fahren. Ich würde auf jeden Fall what mindestens so vier Runde. The war Shotgun ist nur straight zu sehen. Also ich denke, wir sehen das nur falsch. So, und jetzt, ich glaube, für Alphas geht es darum, Hauptsache Podium. Egal wer, Hauptsache Podium. Aber ich sagte eins, das wird schwierig gegen Jan. Und das wird nicht einfach, das wird richtig schwierig. Jan jetzt mit Eis on Holzhauer, der wird hier auch stark angreifen können. Also Holzhauer kann sich jetzt leicht absetzen am Lowlight. Ich bin mal gespannt, also Jan kann auf jeden Fall mithalten. Das ist ja, und Racer Leon hier direkt am Heck von Jan, wird der vorbeiziehen. Der Ferrari muss, der wird eben die Karten spielen, das wäre jetzt echt geil. Und Jan, der verteidigt hier stark. Das ist so geiles Racing. Holzhauer absolut, kommt, vom Racer, der kommt rein raus und Jonas ist raus. Jonas ist raus. DNF auf P14 für Jonas. Bleiben wir aber weiter dran jetzt hier. Jan, Holzhauer und Leon. Und Leon jetzt in der 130R, aber geht nicht. Doch, also jetzt nicht vielleicht. Jetzt vielleicht nebeneinander, bremst später, bremst außenrum. Was sagt überhaupt von Formula Racer Leon gegen Jan? Das war nicht mehr feierlich. Und Omenschleit, ja, er ist in der letzten Kurve gestorben, Shotgun. Und jetzt überrundet Omenschleit sich zurück, oder was macht er da jetzt? Sektor 1 geht King. Holt er sich hier tatsächlich? Was macht er denn mit uns? Geht. Keine Ahnung. Aber jetzt, erst für die beiden Alphas. Es geht ums Podium. Jetzt, der ist für Formula Racer Leon. Da kann Holzhauer ziemlich wenig machen. Der zieht da so dran vorbei. Aber das war extra. Und jetzt muss Jan gucken, dass er dran bleibt. Finn. Doch. Finn Crew. Ach, Finn Crew, okay. Muss man meinen Rächer. Oh nein! Und Leon mit der nächsten schnellsten Runde. Jetzt geht's hier ab um die Rundenzeiten. Jetzt wetzen sich der eine der andere. Was macht Finn? Rundentor auf. Jetzt gleich die letzte Runde für King Finn.
Der fährt hier 1:33:0. Alter, Verwalter, Alter, kommt hier rein. Hilfe! Hilfe! Und Holzhauer jetzt an Leon! Oh, die haben sich fast berührt. Aber noch nur ganz fast. Also, das wird jetzt echt noch eine spannende Phase zum Ende hin. Jetzt DRS für Holzhauer. Umgekehrtes Spiel. DRS offen und. Er zieht und geht jetzt zur Innenseite. Jawohl, Formel 1 Leon will kämpfen. Es reicht nicht. Letzte Runde. Wir müssen es wagen, zu sagen, Leo Sarukon zu finden. Wieder mal nicht schlagen. Baut trotzdem seine WM aus. Formel 1 Leon ganz, ganz schwierig hier. Wir eine Sekunde schneller im Sektor 1. Gib Stoff, Jan. Und Jan auch gar nicht. Ja. Jan ganz knapp dran, es wird ein Dreierwettlung P2 und T3, sorry. Eieieiei. Also, letzte Runde ist für Jan nicht mehr drin. Da wurde jetzt so viel aufgehalten hier, das reicht nicht mehr, aber das ist kann er wenigstens egal, vielleicht Platz 4 holen. Oh, der Ghost ja, sitzt sich, aber er ist vorbei. Er ist vorbei. Was ein Rennen. Was ein Rennen geht hier vorbei. Wir müssen King Finn loben. Unglaublich ja, gefahren. Und da holt nochmal die schnellste Runde. Nochmal Leo Saru. Wieder konnte er Finn nicht schlagen, aber Platz 2, 18 Punkte. Das schmeckt. Jetzt zählen die Strafen. Jetzt zählen die Strafen. Genau, wir wissen Leon es nicht. Formula Racing geht auf 2. Jan bleibt auf 4. Formula Racer Leon geht auf 2. Holz auf 5. Leo Saru 3. Das war stark. Manu 6. Charlie geht auf 5 vor. Auf 5. Nils mir auf 7, nee, Manu wird durchgereicht, Pimjo noch mit guten Punkten. Das ist das Endresultat aus dem regnerischen Japan. King Finn sichert sich einen weiteren Sieg hier in Japan. Formel E ist Leon durch Strafen auf Platz 2, Lösaru nur auf 3, Jan auf 4, Charlie auf Platz 5 mit den Strafenretten, Holzhauer nur auf 6. Nils auf 7, auch starkes Rennen von ihm, von 11 auf 7, Pimjo auf 8, Manu auf 9, eine Position gewonnen. Dahinter dann YTC King Nick im Ferrari von 8 gestartet auf 10 zurückgefallen. Wart in seinem Debüt auf 11. Boosie McLaren auf 12. Orange Light hat das Rennen überlebt und ist auf 13. Und YouTube Pin auf 14. Der Rest ist ausgefallen.